Hat es dir gefallen? Major Petrei, ich erwarte dich im Pavlov-Komplex. Für deine Ankunft ist schon alles bereit. Ich komme so schnell ich kann. Ich würde dir empfehlen, mit dem Auto zum Forschungskomplex zu fahren. Es gab eine Zunahme von Keimaktivitäten an der Oberfläche. Da ist alles von Mutanten überrannt. Aha, Mutanten. Alles klar. Ist das alles? Nur noch eine Frage. Nein, Filatova war nicht da. Verstehe. Du hast an Petrovs Leiche keine Goldringe gefunden, oder? Zwei Ringe, in denen innen Beta 1 und Beta 2 eingraviert war? Nein, er hatte nichts bei sich. P3 Ende. Wie läuft's? Immer noch gesund und munter. Was? Du hast diesen Mistkerl Petrov endlich erledigt. Dir entgeht aber auch nichts, was? Ja, hab ihn erwischt. Also, eigentlich hat er sich selbst erwischt. Keine Sorge. Wenn du seinen Kopf hast, ist bald alles vorbei. Dann kannst du dich ausschlafen. Das höre ich gern, Omasina. Dann komme ich mal auf eine Tasse Tee vorbei, ja? Komm jederzeit gerne vorbei, Sildchen. Übrigens, du hast bei der Jagd nach Petrov nicht zufällig gravierte Goldringe gefunden. Nein, hab ich nicht, Omasina. Petrov hatte nichts bei sich. Schon in Ordnung. Pass auf dich auf, Sildchen. Und komm vorbei, wenn du was brauchst. Warum hast du alle getäuscht, Genosse Major? Petrov hat dir die Ringe doch gegeben, ehe er starb. Alle anderen täuschen mich doch auch. Selbst Dr. Sechenov. Das hätte ich niemals erwartet. Kannst du das bitte weiter ausführen? Petrov hat gesagt, der Kampfmodus wurde bei der Konstruktion endlich erledigt. Dir entgeht aber auch nichts, was? Ja, hab ihn erwischt. Also, eigentlich hat er sich selbst erwischt. Keine Sorge. Wenn du seinen Kopf hast, ist bald alles vorbei. Dann kannst du nicht ausschlafen. Das höre ich gern, Omasina. Dann komme ich mal auf eine Tasse Tee vorbei, ja? Komm jederzeit gerne vorbei, Sildchen. Übrigens, du hast bei der Jagd nach Petrov nicht zufällig gravierte Goldringe gefunden. Nein, habe ich nicht, Omasina. Petrov hatte nichts bei sich. Schon in Ordnung. Pass auf dich auf, Sildchen. Und komm vorbei, wenn du was brauchst. Warum hast du alle getäuscht, Genosse Major? Petrov hat dir die Ringe doch gegeben, ehe er starb. Alle anderen täuschen mich doch auch. Selbst Dr. Sechenov. Das hätte ich niemals erwartet. Kannst du das bitte weiter ausführen? Petrov hat gesagt, der Kampfmodus wurde bei der Konstruktion in die Roboter programmiert. Er hätte sie nie alle selbst umprogrammieren können. Es stimmt also, verdammt. Diese Natascha hatte verdammte Raketen. Wo hatte sie die her, hä? Das ist ein Bauroboter, den hätte Petrov gar nicht mit Raketenwerfern ausrüsten können. Er ist doch kein Ingenieur. Er hätte sich nie in die Roboterfabrik hacken und Sachen ändern können. Er hat der Übertragungsstation vorgetäuscht, dass unschuldige Menschen eine Armee von Invasoren wären. Mehr nicht. Also, wozu braucht ein Bauroboter eingebaute Raketenwerfer? Nach einer Analyse deiner Logik muss ich leider zu dem gleichen Schluss kommen. Besonders, da deine Verdächtigungen gerechtfertigter sind, als du denkst. Wie meinst du das? Wie ich es sage, hör dir diese Aufzeichnung an. Von welchen Pflichten reden Sie, Genosse Sechenov? Wenn die Amerikaner herausfinden, dass ihre Roboter in den Kampfmodus versetzt werden können, ist ihr Projekt erledigt. Das kann ich Ihnen garantieren. Leider habe ich nicht genug auf die Aussage, Roboter können in den Kampfmodus versetzt werden, geachtet. Ich hielt das für eine bildliche Ausdrucksweise Molotows, um Dr. Sechenov mit Schmutz zu bewerfen. Das Atomherzprojekt. Petrov hat nicht gelogen. Sechenov und das Politbüro wollen die USA und die ganze Welt erobern. Charles, warum sind denn alle so hinter den Ringen her? Du meinst die Beta-Konnektoren? Weil sie funktionieren, aber auch angeblich nicht existieren. Also kann niemand beweisen, dass es sie gibt? Nicht mal kollektiv nach dem Start? Besonders nicht kollektiv nach dem Start. Wer über die Beta-Konnektoren angeschlossen ist,
existiert für Kollektiv schlicht nicht. Aber Sie werden Kollektiv sehen können. Ja, und zwar alles. Jemand mit einem Metakonnektor kann Kollektiv nicht von innen beeinflussen, da er für Kollektiv nicht existiert. Aber er weiß über alles Bescheid, was dort läuft. Genau wie jeder andere offiziell angeschlossene Mensch oder Roboter. Aber kann ein offiziell angeschlossener Mensch oder Roboter seine Verbindung nicht auch wieder lösen? Er kann sein Gedankegerät doch einfach abschalten. Ich habe keine Daten, Genosse Major. Aber man kann keinen hindern, sein Gedankegerät zu entfernen. Es wird auf den Kopf getragen, nicht in den Schädel implantiert. Charles, man kann niemanden in Kollektiv zwingen, oder? Da lag Petrov doch falsch. Nicht ganz. Wie meinst du das, nicht ganz? Wenn ich nicht bei Kollektiv bin, wie sollte Kollektiv das herausfinden? Ganz einfach. Sagen wir, du läufst an einem Roboter vorbei. Der identifiziert dich als Mensch, aber du trägst kein Gedankegerät. Der Roboter erhält von dir keine mentalen Befehle auf seine Anfragen. Aber ich kann mein Gedankegerät aufsetzen, am Roboter vorbeilaufen und tun, was von mir erwartet wird, und es dann wieder absetzen. Im Grunde, ja. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag mir, Genosse Major, könnten unsere zivilen Roboter nach deiner professionellen und persönlichen Erfahrung im Kampfmodus wirklich das Atomherzprojekt abschließen? Wenn Genosse Sechenov und das Politbüro die USA, ja sogar die ganze Welt übernehmen wollen, lassen sie die normalen Leute in Ruhe. Aber bei Kampfhandlungen sterben Zivilisten. Davon kannst du doch ein Lied singen. Wenn die Roboter programmiert sind, keine Zivilisten zu töten, greifen sie sie auch nicht an. Du bist ein Roboter, Charles. Das musst du doch wissen. Ich ein Roboter? Tja, so ganz falsch ist das nicht. Ein Roboterhandschuh. Was? Neuropolymerhandschuhe nehmen keine Befehle von Kollektiv an? Das hängt vom Handschuh ab. Manche schon, andere können nur ihrem Träger gehorchen. Aber ich schweife ab. Zivile Roboter erhalten den Befehl zur Aktivierung des Kampfmodus von Kollektiv. Und wer immer die Richtlinien für Kollektiv festlegt, kann ihnen befehlen, Menschen zu töten. Auch Zivilisten. Warum sollten sie Zivilisten töten? Das sind doch ganz normale Arbeiter, Bauern, Wissenschaftler. Oh, Scheiße. Dafür sind die Ringe. Und das wäre? Ein Mensch kann sein Gedankegerät abnehmen und vom Netz gehen. Aber ein Roboter kann das nicht, richtig?
Dann zerrt dich dein eigener Haushaltsroboter wieder zu Kollektiv, sobald jemand das befiehlt. Sie wollen die Ringe für ihre eigenen Roboter, damit sie nur auf sie hören. Korrekt. Charles, was ist das für ein Ort? Ich meine, wozu dient dieser Komplex überhaupt? Der Pavlov-Komplex war der Grundstein aller biologischen Innovationen der Anlage 3826. Hier werden einzigartige Experimente durchgeführt, vom Züchten neuer Nutztierarten bis zur Entwicklung neuer Weltraumforschungstechnologie. Weltraum? Du meinst, dass sie die Mondrover hier entwickeln und nicht in Chelomei? Bei der Erforschung des Weltraums geht es nicht nur um Fahrzeuge. Natürlich ist ein Raumschiff erforderlich, aber dann... Wenn die Menschen den roten Planeten erreicht haben? Die neuesten medizinischen Durchbrüche, neue Lebenserhaltungssysteme. Das stammt von hier? So ist es, Genosse Major. Hier haben so viele Genies zum Wohle der Menschheit gearbeitet. Und jetzt sind alle fort. Thank you.
dir, Schatz. Ich bin bei dir. Egal, was kommt. Das Herz raus. Schön krank. Piss dich, du Penner. Speichere Daten.